Moin und willkommen zum neuen Video. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Weiter geht's nach dem Intro. Mein Fazit über das iPad Mini der sechsten Generation. Ich habe das Zellular und ich habe das, als man das bestellen konnte, sofort bestellt. Und ich habe leider nur die 64 GB Variante. Was nicht schlecht ist, ich hätte gerne die 128, aber das gab es noch nicht und gibt es auch noch nicht. Und ich hoffe, dass jetzt am 7.5., wenn die neuen iPads vorgestellt werden, iPad Pro und iPad Air wohl, das iPad Pro mit dem M4-Chip und einem OLED-Display, dass vielleicht das iPad Mini auch mal was Neueres kriegt und dann vielleicht eine 128 GB Variante. Den Apple Pencil benutze ich öfters auch dafür, ansonsten für mein iPad Pro. Und ich bin sonst begeistert, nur dass ich halt nur diese 64 GB habe. Also ich habe gewisse Apps, die ich benutze. Das ist meistens hier für die Drohnen, einmal Ground Station und die normale App, die DJI Go 4. Ansonsten nutze ich das nicht viel, aber ich hätte trotzdem gerne eine 128 GB Variante. Wie man hier so schön sehen kann, 5G finde ich auch super. Und deswegen bin ich denn auch sehr flexibel, was das betrifft. Rundum bin ich begeistert. Ich hatte vorher das iPad Mini 2 und dann kam das endlich raus. Und dann dachte ich mir, jetzt muss ich zugreifen und habe auch sofort zugegriffen. Deswegen freue ich mich schon auf das Event. Und gut, wenn das vielleicht nicht jetzt im Mai kommt, vielleicht jetzt im September, das wäre eine kleine schlecht. Von Anfang an habe ich hier eine Displayfolie drauf und diese Hülle. Gut, über die Kamera kann man diskutieren. Die nutze ich aber selten. Und vielleicht auch mal eine andere Farbe. Gold gefällt mir noch nicht, aber das ist Geschmackssache. Ansonsten bin ich rundum begeistert, dass es schnelles, kleines, leichtes Tablet, was man mal schnell mitnehmen kann. Denn das iPad Pro 12,9, das ist ja noch ein bisschen größer, so minimal. Also ich müsste praktisch zwei iPad Mini haben, dann hätte ich denn das iPad Pro. Ja, das soll es dann hier auch gewesen sein. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Euer Techdi. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, dann ein Daumen hoch, liked mich, teilt mich. Und wenn euch das Video nicht gefallen hat, drei Daumen hoch. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Euer Tech Dave.